Au, soll ich mal aufräumen? Ja, widerlich. Bin am Reinkommen. Elektronische Fußfessel, Hausarrest, Willkommenspaket. Ja, vernünftig. Was Promoters needed. Das wäre wie die Comedian Actor Cop. Machen wir jetzt gar nicht. Bitte der Kaufaufnahmejob, sprich mich mit Adams in der Polizeiwache. Was bist du denn? Ein Rodeo-Clown? Nein. Geh schon durch. Danke. Sorry, ich mach nicht mit jedem Selfies. Dann sagt der Spaghettifresser zum Polacken, Schlitzaugen schön und gut, aber Nickerweiber haben größere Muschis. Ja, verdufte Flachzange. Was? Nimm erstmal wen fest, dann vielleicht. Ja, vertraue uns, wir sind die Guten. Verbrechen zahlt sich nicht aus, außer du bist ein Cop. Ja, das ist eine tolle Logik. Beweismittel voller Beweismittel. Ja. Macht Sinn, oder? Was war das denn? Ist der Pauseraum? Das Tweak Bros Kaffee-Tüte. Der Tweak ist auch echt genial. Incenter Killer Verlacke? Kinder, ein Sandwich, will ich haben. Raumschlüssel. Ein Urlaubsblock. Ist der ganze Block dafür braun? Interessant. Adams ist doch, glaube ich, der Detektiv. Oh, wen haben wir denn da? Ja, noch so ein Nachwuchsverbrecherschreck, Männer. Habe ich nicht recht? Die Polizei schätzt die Mithilfe besorgter Bürger. Ja. Ich denke, wir können unserem Nachwuchsdetektiv einen Kinderspezialfall geben. Okay, hör zu. Ein neuer Player mischt die hiesigen Syndikate auf. Ein echt übler Bursche. Ein Verbrecherlord, der den gesamten Drogenmarkt der Stadt kontrollieren will. Wir konnten ihn bis dahin verfolgen. Geh da rein und schalte ihn aus. Du gehst vor. Meine Männer kommen nach. Wenn du den Drogenbaron erledigst, kriegst du diese Nachwuchsdetektivmarke. Schick, was? Und jetzt los! Was? Ist der eigentlich irgendwie bescheuert? Wisst ihr, hier kommt ein kleines Kind reinspaziert und der schickt ihn einfach so zu irgendeinem Drogendealer. Alter, was geht denn bei dem nicht ganz fit? Einkaufen. Was Gegenstände und Komponenten gibt es hier? Wiederbelebungsserum. Ich spare es. Saftruhe. Geht's nicht lang? Da war ich schon rum. Polizeitasche. Konfiszierte K.O.-Tropfen. Cool. Liebesbrief der Lehrerin an Ike. Oh Gott, das war auch so genial. Widerstandsfähiges. Das Erstickungsband. Hallo? Nambla. Ja, klar. Wollen wir nicht sehen, was auf der anderen Seite passiert? Der Verhörraum drin. Hallo und willkommen. Ich bin ein netter Detective. Wie heißt du? Kein Problem. Sag einfach. Nein. 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 Oh Gott. Hallo? Hey, Kumpelchen, mach's dir gemütlich. Ach, ins Puppe. Wichtiger Gegenstand. Nein. Du, Pille für verrückte kriminelle Kinder, ja. Noch was? Guck mal hier. Damit spielen? Hallo. Irgendwie passt das hier nicht ins Bild, oder? Das sieht irgendwie komisch aus. Ja, merkwürdig.
Also, warum lauft ihr hier herum? Haltet ihr euch für kleine Superhelden, Selbstjustizler, so wie Ben Affleck? Ja. So viel Aufmerksamkeit ist schon beängstigend. Aber nicht so sehr, wie sich an Jareds langem Sandwich zu verschlucken. Was? Das habe ich selbst geschrieben. Ich mache nebenbei Stand-Up-Comedy. Ich will umsatteln. Zu viel Verbrechen. Ach, der ist das. Du verteilst mein Bild in der Stadt und ich zeige dir, was in meiner untersten Schublade ist. Willst du dir das mal ansehen? Nein, 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 nein. Bitte nein, lächeln. Wenn du mein Foto unter die Leute bringst, gebe ich dir was. Ja. Mr. Adams, was Kopfaufnahmen wichtiger Gegenstand. Junge, Mr. Adams, kommt 0 von 8. Nur also die Stellen finden, wo wir das hinhängen können. Oh, ganz schnell raus hier. Obwohl noch mehr schreckliche Dinge passieren. Ich werde im Pausenraum vorbeischauen. Und das. Bio-Marmeladen-Donut. Lecker. Essen steigende Doppelmilch. Kann man noch einkaufen. Gibt es irgendwas Besonderes? Was? Akito Grande heilen. $7. Das ist ganz schön teuer. Muss noch was. Na gut. Wir haben uns weiter. Ach, kann man nicht rein? Das war schade. Wie sieht's denn hier aus, ey? Ein bisschen widerlich, oder? Ach komm, echt jetzt? Ist das ein fucking Glory Hole? Ah. Immer der Damentoilette. Wieso liegt da eine Perücke? Yolanda Perücke? Ach, das sind. Yeah. Gefährlicher Tampon? Yeah. Das ist die Folge, wo der. Der Kopf zur Oberfläche. Wo der Kopf ja die ganzen Freier überführt. Aber erst am Ende der Arbeit. Sehr lecker. Oh. Yolanda-Kleid. Geil. Liegt im Esser. Okay, hier können wir das Chloe jetzt benutzen. Aber bevor wir das tun, gucken wir uns mal das Kleid an. Kleidung. Boah, echt schick. Das zieh mal. Das gefällt mir. Die Haare dazu. Ja, oh, geil. Errungenschaft. Cosplay neugierig. Ist ja doch hübsch, oder? So. Kostüm sammeln. Dann können wir beide Klos benutzen. Kriegen wir das dafür, wenn wir beides machen? Schwierigkeitsgrad 4 schon wieder. Oh Gott. Was ist denn doof? Bio-Gefahrengut. Yolandas Toilette, geht. Ich will nicht auf der Klo. Wirklich nicht. Das musst du betreiben. Ja, komm. Ausschütteln.
Machen wir jetzt hier einfach raus. Ah, jetzt ist die Tür offen. Ah, gut zu wissen. Hallo, weißt du, wer ich bin? Wer bist denn du? Ja, du weißt das doch. Nimm dich vor finsteren Gestalten in Acht. Du weißt schon, finster. Ja. Ich bin gerade beschäftigt. Okay, wir müssen bestimmt die Drohnen wieder festnehmen, dann können wir da ein Foto machen. Oh, ich wette, du findest ein Plättchen in der Polizeiwache für meine Kofferaufnahme. Immerhin werde ich wegen extremer Ausgelassenheit. Ja, doch so, und. Und da kommt. Wegen extremer Ausgelassenheit gesucht. Most wanted. Aber. Wo soll ich das denn hinbringen? Wir wollen mal kurz nachgucken, wenn wir schon den Tipp kriegen. Schaut euch mal diesen Spinner an! Besser. Ein Pausenraum vielleicht. Keine Ahnung. Gucken wir mal kurz in die Räume, ansonsten gehen wir erstmal. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, woran wir erkennen, dass wir da was aufhängen können. Hinten war kein Raum mehr, ne? Okay, ich habe keinen Plan. Also ignorieren wir das einfach. Hallo. Hallo. Wie komme ich da hin? Achso. Das göttliche Verstärkung erzeugt. Was? Haben wir das nicht schon? Noch eine Tasche? Eigentlich. Oh, super cool. Gegengift. Und Rezept dazu, das ist natürlich nicht schlecht. Haben wir? Was sind die da? Ich bezahle. Aber sicher, das ist sehr schön. Bruce Candy ist ja noch tot. Kenny, du musst doch wieder auftauchen. Ah, sehr schön. Entdeckt. Ne, das ist Kirche von Sattva. Hier nach links kommen wir nicht, ne? Ja. War ein Zauber. Gut. Ja, okay. Was sind die Büsche? Ein Weg. Wo führt der hin? Deine Tasche. Jetzt finden wir einen Haufen Kleber. Ey. Von uns haben wir welchen gekauft. Das ist doch zu kotzen. Nicht lang? Gut, dann gehen wir mal in die Kirche. Oh, hallo, mein Kind. Dich habe ich ja noch nie gesehen. Aber du kommst zur rechten Zeit. South Park steht am moralischen Abgrund. Nein. Unsere Katzen werden gestohlen. Häuser mit Klopapier geklopapt. Nein. Okay, vielleicht ist jetzt noch nicht der jüngste Tag, aber wir brauchen einen Helden. Ich frage jetzt mal ganz gerade heraus. Siehst du dich selbst als einer von den Guten? Ja, aber sicher. Ich kann deine Verwirrung verstehen. Aber für jeden von uns kommt irgendwann der Tag der Entscheidung. Wirst du zu Jesus finden und den richtigen Weg wählen? Ich glaube. Wirst du auf dem Mittelweg lavieren? Vom dritten Weg wollen wir gar nicht sprechen. Ich hoffe, du bist Teil der Lösung, nicht des Problems. Na, sicher, sicher. Tu den ersten Schritt, mein Kind. Betritt diese Meditationskammer. Dort kannst du dich deinen schlimmsten Ängsten stellen. Stell dich deinen Ängsten, neues Kind. Stell dich deinen Ängsten. Ich glaube, die Ängste laufen mir gleich hinterher.
Hallo? Dad hat deine Mom gefickt. Hast du Angst im Dunkeln? Vor Schlangen? Der Farbe blau? Nein. Oh, hey. Ich bin in deiner Fantasie. Nur ein netter katholischer Priester, der dich ein bisschen besser kennenlernen möchte. Ja, genau. Ich bin auch voll in deiner Fantasie und werde dir gleich die Schultern massieren. Hast du dir sowas jemals träumen lassen? Lass mich das Licht hier drin ein bisschen heller machen, damit wir dich auch sehen können. Siehe die Priester. Oh Gott, bitte. Alter, wir dürfen diesen Kampf nicht verlieren. Jetzt haben wir ein neues Traum. Der hier mag es wohl etwas ruppiger. Soll mir recht sein. Was, diese Gegner setzen langsam Attacken ein, was du an den gestreiften Soldaten auf der Schattenfeld erkennst. Ja, das wissen wir schon. Wir müssen auf jeden Fall aus seinem Bereich raus. Aber hinter ihm? Nee. Scheiße, dann treffen wir gar keinen mehr, ne? Okay, dann können wir ja nur den Zug beenden. Ich habe Gottes Liebe hier. Wer will sie spüren? Nein. Ja, krieg ich ein Küsschen, wenn ich dich finde? Oh Gott. Mann, dieser Priester mag ihn wirklich sehr. Seine Umarmungen will man echt vermeiden. Sonst brauchst du vielleicht wirklich ein Handtuch. Da brauche ich bloß ein Handtuch. Jetzt haben wir alle beide 100. Fuck. Das mag ich. Sei nicht schüchtern, es gibt keinen Grund dafür. Ich werde jetzt mit meiner Liebeskugel schlagen. Gleich spritze ich dich mit Gottes Liebe voll. Oh Gott, nein, wie? Hopp! Bleiben wir auf unserem Platz stehen? Ja, wir bleiben stehen und er brennt. Wir können auch weit weggehen. Oh, herrje! Gegenseitig geißeln. Ich habe Gottes Liebe hier. Wer will sie spüren? Was? In Luft aufgelöst! Ah, komm, da steht doch drauf, dieses perverse Schwein. Den wir können. Die nicht treffen schon wieder. Shit. Ich will auch nicht in seinen. Ich will nicht von seinen Liebeskugeln getroffen werden. Nein. Ha! Hier, kleines Kindchen, komm raus zum Spielen. Nee. Da liegen hier überall offene Kondompacken. Gleich bin ich in Stimmung. Nein. Hau ab. Geh weg, Kunde. Wie viel hatten der noch? Kriegen wir den down? Okay, der ist dann auf jeden Fall weg. Wir können aber auch seinen nächsten Zug einfach abwarten. Und ihn hier angreifen. Du willst es wohl auf die harte Tour. Nein. Oh, Gottes Liebe erfüllt mich. Nein, Scheiße, wir stehen in seinem Weg. Ah, nee. Ich habe niemanden, dem ich Gottes Liebe geben kann. Ja. So. Ach, guck mal. Kriegen wir einen Down? Damit nicht. Ich weiß, okay, dann wird er uns einmal treffen, aber das ist aber nicht so schlimm. Und brennt oder dann auch, wenn so down ist. Sehr gut. Wir hatten gehofft, du wolltest büßen, Sünder. Oh Gott. Gib dich der Liebe Gottes hin. Und tschüss. Reinheitsverbindung. Himmlischer Anzug, himmlische Handschuhe. Himmlischer Anzug könnte gut aussehen. Wir wollen mal anschauen dann. Gott verdammt, ich kann ein Kind keine 2 Minuten in einen dunklen Raum stecken, ohne dass ihr Wichser auftaucht. Ihr kommt definitiv in die Hölle. Und jetzt raus hier! Ja, ich hoffe. Die Königin sagt was anderes. Ich zieh mir zur Buße den Lümmel an. Oh Gott. Tja, nun, das tut mir jetzt wirklich furchtbar leid. Weißt du was? Ein Rabbi hat mir mal dieses Macaroni-Bild geschenkt. In Zeiten schwerer Prüfungen nutze es, um den Propheten Moses anzurufen. Viel Glück auf deiner spirituellen Reise, mein Kind.
Macaroni-Bild. Verbrauchsgegenstand. Macaroni-Bild gezeigt. Was macht das Macaroni-Bild? Moses, ein mächtiger Heiler. Du hast die erste Beschwörung erhalten. Greife im Kampf auf dem Gegenstandsmenü zu und benutze das Macaroni-Bild, um Moses zu hören. Okay, cool. Müssen wir hier rein? Warum nicht? Herr, rette dich, Papst Matthäus Sünder, knie nieder, liegt vor dem Zungenkussprall. Das ist irgendwas Ekliges auf jeden Fall. Ah, hier kommen wir rein. Bibelstunden da hinten. Die Bibel ist Schrott, ja. Das sehe ich ähnlich. Sonst gibt's hier aber nichts, oder? Oh. Ups. Ob der das so lustig findet? Was? Benutzen? Was? Das ist die Spinnengöttin. Aha. Do handicapped go to heaven? Flash down long wild. Ja, zwei Priester und vier Kinder, geht klar. Nieder vor dem Herrn, ja. Aber was sagt mir das? Muss ich das draußen machen? Zugangscode für den Küchenlagerraum. Welcher Gegenstand? Ach so. Ach, knie nieder vor dem Herrn. Warte, kurz hüpfen. So. Knie nieder vor dem Herrn. Ah. Knie nieder. Vor dem? Ach so. Vor dem Herrn. Herrn. Dankeschön. Gott, Alter. Au! Danke. Ich wähle dich. Alter, der Raum ist so daneben. Leuchtet hier so. Das. Komisch. Nicht stehen. Bibelmonogramm und Stoffballen. Heiliges Wasser. Benutzte Kondome. Leitcreme und Milch. Ja, ganz, ganz normal für einen christlichen Lagerraum hier in so einer Küche. Das sieht aus wie eine Kondome hier, oder? So, das ist so ein leuchtendes Herz. Ah, ja, ja. Sonst noch was? Amulett der Reflexion, Artefakt. Geil. Sonst gibt's hier nicht viel. Warum sollten wir denn hierher? Außer, dass wir jetzt Moses rufen können. Hey, Pater. Ich melde mich, wenn du bereit für den nächsten Schritt bist. Bitte, was ist denn der nächste Schritt? Der Herr gibt und der Herr nimmt Selfies auf. Also, wie wär's? Ja. Nehmen wir möglichst viel Abstand. Was wohl angewidert ist. Wird das noch was vor dem jüngsten Gericht? Ja, ich denke mal, das passt. Vater Maxi. Gott segne dich, mein Kind. Zurückgefolgt. So, haben wir hier noch schon irgendwas? Hier was einsammeln? Das ist schon eine Tasche. Gegengift. Habe ich jetzt Jubelpunkte gekriegt? Wie war das? Shift F2? Ah, jetzt habe ich 70 solche Punkte.
control in our town. Kuhn and friends are this city's only hope. All right, now you need to go out into the town and do superhero stuff. You know, help people and fight crime and dumb shit like that. Well, how's the character sheet coming? I already let you dual class. There's nothing left to talk about. Do not give me those sad puppy eyes. You are not going to have three classes. I've been given $20,000 to take care of you. What? But I only need a few hundred for that. So you know what I'm gonna do with all the rest? Go to Paris to get a pedal enhancement and fuck French chicks. Super Craig.